Der erste Irrtum heißt so wenig Energie wie möglich. 20 Jahre lang war die Betriebsenergie im Fokus. Jahrzehntelang wurde den Architekten eingetrichtert, dein Gebäude soll so wenig Energie verbrauchen wie möglich. Und im fossilen Zeitalter war und ist das nach wie vor das dringlichste Problem. Jede Kilowattstunde, die ich dann keiner Dämmung einspare, ist gespartes CO2 meiner Öl- oder Gasheizung. Früher jedenfalls. Aber in den letzten 20 Jahren ist viel passiert. Das ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte, wenn es um klimagerechtes Bauen geht. Ein vorbildlicher Neubau hat keine Ölheizung mehr. Hinzu kommt eine hochoptimierte Gebäudehülle. Und das heißt, die Gebäude verbrauchen immer weniger Energie und diese Energie wird immer sauberer. Gleichzeitig ist die graue Energie angestiegen, also die Energie, die es braucht, um ein Gebäude überhaupt erst zu errichten. Die Fassaden sind besser geworden, die Haustechnik ist größer geworden, die Ansprüche sind höher geworden. Damit hat sich das Gewicht verschoben von der Betriebsseite eines Gebäudes zur Erstellungsseite. Und ich denke, deshalb muss es zu einem großen Shift kommen in der Architektur. Also der Fokus muss auf die Erstellung gerückt werden. Dieser Wechsel ist aber noch nicht überall angekommen. Baugesetze bewerten zwar die Betriebsenergie, aber nicht die graue Energie, geschweige denn die Treibhausgasemissionen. Also wichtig, einfach hier eben das Betriebsenergieproblem, das ist eigentlich gelöst, kann man sagen. Bei Neubauten muss man sagen, bei Sanierung ist es eine ganz andere Frage. Bei Neubauten geht es wirklich um die graue Energie. Und hier gilt eben diese Regel, die ich vorhin zitiert habe, 70-30, also 70% der Treibhausgase fallen bei der Erstellung an. Der Irrtum Nummer 2 heißt, klimagerecht bauen ist teuer. Dieses Vorurteil hält sich hartnäckig und immer wieder wird es von Bauherren angeführt. Ja, ich will ja umsichtig bauen, ich will nachhaltig bauen, aber ich kann es mir nicht leisten. Aber für weite Teile der Planung ist das ein Märchen oder eben eine Ausrede. Klar ist, der größte Hebel liegt im Bauen bei der Bestellung. Wer wenig baut, verpufft wenig CO2 und wer wenig baut, der bezahlt auch wenig. Das gilt für viele Untergeschosse, das gilt für komplizierte Tragstrukturen, das gilt für viel Fassadenoberfläche. Je weniger, desto günstiger fürs Portemonnaie und für die Klimabilanz. Der Bauherr sollte sich also fragen, brauche ich wirklich 3 Badezimmer? Ist eine Tiefgarage unbedingt nötig? Muss das Wohnzimmer 50 Quadratmeter groß sein? Generell kann man sagen, am Anfang der Planung bedeuten tiefe Treibhausgasemissionen auch tiefe Kosten. Später ist es umgekehrt. Also wenn ich ein schlecht optimiertes Bauprojekt noch umplanen möchte, dann zahle ich drauf. Also wenn ich beispielsweise aus einem Massivbau einen Holzbau machen möchte. Allerdings gibt es eine Einschränkung und die heißt, Arbeit ist teuer, Material nicht. Wenn ich also beispielsweise eine ausgeklügelte Konstruktion mit Beton mache, die sehr wenig Material verbraucht, dann zahle ich in der Regel mehr. Weil also es gibt einfach fast nichts Günstigeres als einfach eine herkömmliche Betondecke. Hier gibt es die Hoffnung, dass uns die Digitalisierung hier helfen wird, weil es bei der Digitalisierung nicht darauf ankommt, ob eine Form total recht eckig ist oder total einfach ist oder eben kompliziert. Allerdings ist das meiner Meinung nach ein Versprechen, das noch nicht wirklich eingelöst wurde. Der dritte Irrtum, klimagerecht bauen geht überall. Ich baue mein Hüsli mit Strohballen, versorge es mit einer Wärmepumpe und verzichte auf einen Keller. Fertig ist mein Netto-Null-Haus. Leider nein. Die Mobilität schränkt gerade in der reichen und viel reisenden Schweiz extrem ein. Das Auto in der Garage und die Infrastruktur, die dieses Auto braucht, fressen viele Einsparungen wieder auf. Das heißt, im abgelegenen Bergtal oder dem letzten Weiler kann man nicht klimabewusst wohnen, außer man ist Eremit.
Und ja, ich glaube, im Corona-Jahr haben die meisten von uns gelernt, dass wir nicht zu dieser Spezies gehören. Das ist meiner Meinung nach ein Dilemma, das in der föderalistischen Schweiz noch für Kopfzerbrechen sorgen wird. Also ganz streng genommen müsste man sagen, in manchen Gemeinden darf man gar nicht mehr bauen. Es gibt auch im Ausland beispielsweise Städte, die überlegen, die Treibhausgasemissionen bereits in der Bauordnung zu limitieren. Wenn wir schon beim Thema Einfamilienhaus sind, vielleicht einfach noch der Hinweis, das ist ohnehin keine klimagerechte Wohnform, egal wo das Gebäude nun steht. Es braucht viel Infrastruktur, es ist nicht kompakt. Und es generiert viel CO2 pro Person. Man sollte sich also nicht von der Photovoltaikanlage auf dem Dach oder vom Minergie-Zertifikat an der Kellerwand täuschen lassen. Das ist ein Ablasshandel, der vielleicht mit Gott funktioniert, aber nicht für die Klimabilanz. Der Irrtum 4, eine dauerhafte Konstruktion ist per se klimagerecht. Ich höre von Architekten immer wieder, ja, mein Haus hält 100 Jahre oder noch länger, also spielt es nicht so eine Rolle, wie viel CO2 meine Konstruktion verpufft. Ich kann sie ja über 100 oder 200 Jahre verteilen. Doch wer so denkt, der denkt nicht an die Zukunft und vor allen Dingen löst er das Problem heute, wo es am dringlichsten ist, nicht. Es ist keine Frage, Konstruktionen sollten in den meisten Fällen jedenfalls möglichst lange halten. Aber ich kann sie nicht schönrechnen, weil niemand weiß, wie lange ein Haus tatsächlich stehen bleiben wird. Man denke nur jetzt an die Bauten aus den 60er und 70er Jahren, die Land auf Land ab saniert werden oder oft eben auch ersatzneu gebaut werden. Die Ökobilanzen rechnen deshalb mit maximal 60 Jahren für ein Bauteil, über die ich die den Ausstoß verteilen kann. Aber auch diese Rechnung ist mit Vorsicht zu genießen. Um die Zahlen der Erstellung vergleichbar zu machen mit dem Betrieb, werden die Kilogramm CO2 auf eine Energiebezugsfläche pro Quadratmeter und Jahr umgerechnet. Aber man muss sich einfach bewusst sein, die Treibhausgase der Erstellung fallen alle hier und heute und jetzt an. Also der Betrieb mag sich noch ändern über den Lebenszyklus eines Gebäudes. Wer weiß schon, wie wir in 30 Jahren heizen oder kühlen werden. Aber das Haus ist jetzt gebaut und das CO2 der Erstellung ist jetzt in der Atmosphäre. Wie gesagt, es ist klar, eine Konstruktion muss langlebig, unterhaltsam und flexibel sein, aber vor allen Dingen muss sie effizient und schlank sein. Die Tragstruktur macht rund ein Drittel der grauen Treibhausgase aus. Mit dem Untergeschoss und dem Aushub dazugerechnet ist es nochmals deutlich mehr. Kommen wir zum fünften Irrtum. Klimagerecht bauen heißt wenig heizen. Das galt lange als oberste Maxime, zu Recht. Isoliere dein Haus gut, heize mit erneuerbarer Energie, nutze die Wärme der Sonne. Doch wer klimagerecht baut, muss an morgen denken. Die Temperaturen sind schon heute in der Schweiz 2 Grad wärmer als früher und sie werden bis Ende des Jahrhunderts nochmals um 1 bis 4 Grad zunehmen, je nachdem, wie gut es der Weltgemeinschaft gelingen wird, die Klimaerwärmung zu verlangsamen. Leider basieren aber viele Normen und viele Berechnungen auf veralteten Klimamodellen. Sie sind also vielleicht schon 10 oder 20 Jahre alt. Stattdessen sollten Sie aber eben nach vorne schauen. Und das bedeutet, entscheidend für die Betriebsenergie wird künftig der Sommer werden. Das heißt, das Kühlen und das Beschatten. Laut einer Studie der HSLU verbrauchen neue Wohnbauten künftig mehr Energie zum Kühlen als zum Heizen. Im Tessin sogar bis zu 3-mal so viel Energie. Das bedeutet also, der Fensteranteil wird wichtiger. Es wird stärker in den Fokus rücken, wie ich eine Fassade beschatte. Viele Glasbauten, die heute noch gebaut werden, die komplett verglast sind oder sehr großflächig verglast sind, die werden
künftig zu Bausünden werden. Wichtig auch hier, das heißt nicht unbedingt, dass ich unbedingt einen Massivbau machen muss und alle Bauteile ganz viel thermische Masse ins Gebäude bringen müssen. Denn es genügen eigentlich die obersten 10 cm eines Materials, die für die thermische Masse relevant sind und die dann eben helfen, im Sommer die extremen Peaks der Temperatur abzuglätten. Der Irrtum 6, dämme so viel wie möglich. Wer die Betriebsenergie senken will, muss sein Haus gut isolieren, wie gesagt. Aber eben doch vorbildliche Heizungen verursachen nur noch wenig CO2. In der Gesamtbilanz wird deshalb die Erstellung wichtiger. Und jeder Zentimeter Isolation verpufft selber CO2 in der Herstellung. Je nach Fassadenaufbau können bis zur Hälfte der grauen Treibhausgasemissionen einer Außenwand darauf entfallen. Es kommt jetzt stark darauf an, eben, wie die Fassade genau aufgebaut ist. Aber wenn ich sehr, sehr dicke Dämmungen habe, brauche ich eine aufwendige Unterkonstruktion. Je nach Fassadenverkleidung muss sie dann nochmals aufwendiger sein. Und all das schenkt eben in der Klimabilanz ein, nicht nur das Dämmmaterial selber. Zudem nimmt die Dämmwirkung mit jedem zusätzlichen Zentimeter relativ gesehen ab. Das ist einfache Physik. Und deshalb kann man sagen, als Faustregel kann man sagen, über 20 Zentimeter Dämmung kippt die Gesamtrechnung langsam ins Negative. Also mit jedem weiteren Zentimeter stehen der Materialaufwand auf der einen Seite und der Isolationsertrag auf der anderen Seite in einem schlechteren Verhältnis. Das zeigt ein Bericht des Bundesamtes für Energie. Das ist natürlich klar, die 20 Zentimeter, das hängt sehr stark davon ab, was für ein Dämmmaterial ich verwende. Das hängt natürlich auch davon ab, wie ich mein Gebäude heize, wie viel CO2 diese Heizung dann überhaupt noch verursacht. Aber die Faustregel ist, würde ich sagen, 20 Zentimeter. Der Irrtum Nummer 7, Holz löst alle Probleme. Keine Frage. Holz ist ein entscheidender Beitrag für das klimagerechte Bauen. Das Material verbraucht wenig Energie in der Verarbeitung und es speichert CO2 ein und hilft so, die CO2-Kurve heute abzuflachen. Aber auch ein Holzbau braucht ein Fundament, auch ein Holzbau hat Fenster, auch ein Holzbau ist mit Technik versorgt. Eine ETH-Studie spricht von rund 25%, von einem rund 25% kleineren Klima-Impact eines Holzbaus gegenüber einem Massivbau. Energie Schweiz wiederum rechnet nur mit rund 5% weniger grauer Energie. Also die Zahlen zeigen, es ist schwierig, die Bauweisen überhaupt zu vergleichen. Und man muss auch sehen, dass nur rund ein Viertel der grauen Energie überhaupt von der Konstruktionsweise abhängt. Unbestritten aber, egal wie groß jetzt dieser Reduktionspotenzial ist, ist unbestritten sicher die weiteren Vorteile einer Holzkonstruktion, insbesondere der geschlossene Kreislauf des nachwachsenden Materials. Architekten sollten also, wenn immer möglich, mit Holz bauen, solange der Baustoff lokal verfügbar ist und nachhaltig angebaut wird, wie in der Schweiz. Global gesehen ist das allerdings oft nicht der Fall und zudem wachsen schlicht nicht genug Bäume in den Himmel, um den Materialhunger des weltweiten Bauens zu stillen. Wichtig auch beim Holz ist die Erkenntnis, Holz ist nicht gleich Holz. Massivholz schneidet wesentlich besser ab, weil es nicht aufwendig verarbeitet wurde und keine zusätzlichen Stoffe zum Einsatz kommen. Bindemittel können in Holzwerkstoffen bis zu 60% der grauen Energie ausmachen. Wie gesagt, eben auch ein Holzbau ist unter dem Stich nicht klimaneutral. Einerseits besteht er nicht nur aus Holz,
Andererseits verursacht dessen Verarbeitung je nach Energiequelle Treibhausgase. Betrachtet man hingegen nur den Holzkreislauf, wirkt das Bauen temporär CO2-negativ, weil das Material dem natürlichen Zyklus besonders lange entzogen wird und im Gebäude eben gespeichert wird. Die meisten Ökobilanzdaten berücksichtigen diesen Effekt nicht, weil das Klimagas beim Abbruch eines Gebäudes wieder freigesetzt wird oder würde. Allerdings ist die Zukunft ungewiss. Wir wissen nicht, wie lange das Gebäude stehen wird. Vielleicht bleibt es ja sogar 100 oder 200 Jahre stehen. Der Beitrag heute ist aber klar und real messbar. Laut einer Studie des Bundesamtes für Umwelt könnte Bauholz in der Schweiz pro Jahr bis zu 2,5 Millionen Tonnen CO2 binden. Und das entspricht rund 5% der nationalen Treibhausgasemissionen. Also doch ein beträchtlicher Anteil. Allerdings muss man auch sehen, ein Baum braucht sehr lange, bis er gefällt werden kann. Wenn man das global anschaut, gibt es Baustoffe, die ein noch größeres Potenzial bieten, beispielsweise Bambus. Bambus wächst sehr, sehr schnell. Und das heißt, der natürliche Zyklus läuft sehr, sehr schnell ab und der technische Zyklus, eben das Gebäude, ist dann sehr, sehr langsam. Das heißt, wenn ich Bambus in einem Gebäude verbaue, bleibt das Material dann 60 Jahre oder eben noch länger gebunden, während es jedes Jahr eigentlich wieder sehr, sehr schnell nachwächst und jedes Mal wieder CO2 in sich bindet. Das heißt also, auf globaler Ebene könnten andere Baustoffe neben Holz noch einen größeren Beitrag zur CO2-Speicherung in Gebäuden leisten. Der achte Irrtum: Lehm schneidet immer besser ab als Beton. Auch hier wieder verstehen Sie mich nicht falsch. Lehm ist ein formidables Baumaterial, wenn es um klimaneutrale Konstruktionen geht. Das Material ist vor Ort verfügbar und es wird nicht gebrannt. Ergo ist die Konstruktion so gut wie klimaneutral. Entsprechend viel tut sich in diesem Bereich. Materialwissenschaftler und Architektinnen entdecken die Jahrtausende alte Konstruktion wieder. Nicht zuletzt auch wegen der gestalterischen und ästhetischen Vorzüge. Wie ich anfangs erwähnt habe, glaube ich, ein sehr wichtiges Element, um die klimagerechte Architektur eben auch in die Breite zu tragen. Allerdings, Lehm ist nicht wasserfest und deshalb wird bei vielen Konstruktionen Zement beigemischt, um den Lehm zu stabilisieren. Und das verschlechtert die Treibhausgasbilanz je nachdem erheblich und das erschwert zudem die Wiederverwertung des Lehms. Auch muss man sich bewusst sein, eine Lehmmauer braucht viel mehr Material, um die gleichen Lasten abzutragen wie zum Beispiel Beton. Und das heißt, es ist wichtig darauf zu achten, dass wenn ich mit Lehm baue, dass ich möglichst einen kleinen Zementanteil habe, möglichst diesen Anteil auch reduziere. Lehm ist zudem arbeitsintensiv. Das ist mitunter ein Grund, warum das Material in Ländern wie der Schweiz bisher in einer Nische geblieben ist. Allerdings gibt es viele neue Verarbeitungstechniken, an denen geforscht wird und die auch bereits schon auf dem Markt sind. Ich möchte da nur zwei Beispiele nennen. Da ist einerseits das Startup Oxara, ein Spin-off von der ETH, das an einem Verfahren arbeitet, um Lehm ähnlich wie Beton zu gießen und ähnlich wie Beton sehr schnell zu verarbeiten. Das zweite Beispiel ist die Westschweizer Firma TerraBlock, die so schon seit ungefähr 10 Jahren Lehmziegel anbietet, die dann sehr einfach eigentlich vermauert werden können, sehr ähnlich wie gewöhnliche Backsteine. Also die beiden Beispiele zeigen, das Potenzial des Baustoffs Lehms ist noch lange nicht ausgeschöpft und ich denke, es könnte insbesondere im globalen Süden einen wesentlichen Beitrag zur klimagerechten Architektur leisten. In der Schweiz, glaube ich, wird Lehm seine Stärken vor allem da ausspielen, wo die Kräfte gering sind, also zum Beispiel für nichtstragende Mauern.
oder als thermische Masse in Leichtbauten, beispielsweise in Holzbauten. Zudem kann Lehm dazu beitragen, das Raumklima zu regulieren, weil es die Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Und das kann helfen, die Haustechnik zu minimieren. Jetzt um Nummer 9. Es ist egal, womit ich betoniere. Beton hat ein negatives Image, zu Recht. Die Herstellung von Zement ist verantwortlich für rund 8% der weltweiten Treibhausgasemissionen, die der Mensch verursacht. Ein großer Teil davon entfällt auf Beton. Das zeigt, Beton ist das Baumaterial der Welt. Einmal mehr lautet die Devise deshalb so wenig wie möglich. Allerdings ist Stahlbeton für viele Konstruktionen unverzichtbar, angefangen im Tiefbau. Insbesondere, wo sehr hohe Kräfte wirken, ist es das Material der Wahl, auch aus Klimasicht. Viele andere Materialien stoßen dann unter dem Strich pro Tonne Lastabtrag mehr CO2 aus. Aber hier sind wir wieder bei der Frage, muss ich überhaupt eine Konstruktion bauen, in der eben sehr hohe Kräfte wirken? Wenn ich eine schlanke, wenn ich eine effiziente Tragstruktur mache, habe ich dieses Problem erst gar nicht. Wichtig eben auch hier, Beton ist nicht gleich Beton. Bauingenieure sollten den Zementanteil möglichst minimieren im Beton, weil dieser ist für die CO2-Emissionen verantwortlich. Das heißt, mit geringen Kräften sind die Anforderungen an den Beton geringer und mit einer guten Mischung der Zuschlagstoffe kann der Zementanteil reduziert werden. Zudem sollten die Bauingenieure CO2-armen Beton wählen. Das heißt, der Beton, der mit Zement gebunden wird, der mit wenig Klinker gebrannt wurde. Da gibt es schon viele Produkte auf dem Markt oder sie kommen jetzt gerade auf den Markt. Es gibt zum Beispiel die Variante CEM3B, die CO2-Emissionen um rund 25% reduzieren soll. Es gibt den LC3-Zement an der EPFL unter anderem mitentwickelt. Da geht man von bis zu 30 oder sogar 40% Reduktion aus. Hier zum Nummer 10. Recyclingbeton wäscht meine Seele rein. Von Architekten höre ich immer wieder, auch vielleicht nicht ganz so direkt formuliert, aber das ist leider ein Trugschluss, der sich hartnäckig hält. Recyclingbeton ist gut, wenn es darum geht, Ressourcen zu schonen oder die Landschaft zu schonen. Aber zum Klimaziel trägt er leider bisher nichts bei. Das CO2 fällt an bei der Herstellung des Zements und der Zement selber lässt sich nicht rezyklieren. Und Recycling, Kiessand und Granulat von Beton oder Mischabbruch aufzubereiten, braucht ungefähr gleich viel Energie wie Primärmaterial. Und weil der rezyklierte Zuschlagstoff nicht ganz so rein ist, benötigt der Recyclingbeton oft sogar eher etwas mehr Zement als Primärbeton. Mit neuer Technik könnte sich dies allerdings ändern. Das Startup Neustark oder die Baufirma Eberhard geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie haben beide Verfahren entwickelt, um in Recyclingbeton CO2 zu speichern. Also da wird das rezyklierte Granulat mit CO2 behandelt und in den Zementresten, in dem Recyclinggranulat, bindet sich dann dieses CO2. Damit ist unter dem Strich aktuell rund eine Reduktion von 10% möglich. Das ist nicht viel, aber es ist immerhin ein Anfang. Und wichtig auch, die Technik ist bereits bei 3 Betonwerken in der Schweiz im Einsatz. Sie kann also sofort und beim nächsten Bauprojekt eingesetzt werden. Die Forschung arbeitet an weiterer Verfeinerung dieses Verfahrens und sie hofft, irgendwann sogar 100% des CO2 in Recyclingbeton speichern zu können. Allerdings ist das bisher nur im Labor möglich.
Also kann man sagen, außer wo sehr hohe Festigkeiten gefragt sind, sollte man auf klimaoptimierten Recyclingbeton setzen, solange er aus einem Umkreis von maximal 50 Kilometern stammt. Der Irrtum Nummer 11, Label garantieren wenig CO2. Auch das ist leider nicht korrekt. Viele Label schauen gar nicht direkt auf die Treibhausgasemissionen oder sie gewichten sie viel zu wenig. Zudem können Bauherren die schlechte Klimabilanz teilweise mit anderen Faktoren im gesellschaftlichen Bereich oder im ökonomischen Bereich kompensieren. Dem Klima ist es aber egal unter dem Strich, ob ich ihn für mein Gebäude die Nutzer befragt habe oder ob ich auch noch Geld verdiene in 20 Jahren. Am Ende geht es um die Treibhausgasemissionen. Als Negativbeispiel möchte ich hier nur ein Gebäude erwähnen. Das ist das Olympische Hauptquartier in Lausanne, das vor rund 2 Jahren eröffnet wurde. Das hat bei SNBS, also beim Schweizer Standard für nachhaltiges Bauen, das Platin-Label erhalten. Das ist das höchste Label, das es überhaupt gibt. Aber das Gebäude ist mitnichten ein Vorzeigeprojekt, was die grauen Treibhausgasemissionen betrifft. Es hat eine sehr aufwendige Statik mit Auskragungen, viel Beton und Stahl, eine komplizierte Fassade mit viel Glas und Metall. Verteufeln möchte ich aber Labels trotzdem nicht. Man muss einfach genau hinschauen und wirklich auf die Indikatoren achten, wo es um die graue Energie oder noch besser eben um die grauen Treibhausgasemissionen geht. Und dort wirklich versuchen, die höchste Punktzahl zu erreichen. Denn ich glaube, eine wichtige Aufgabe von Labeln ist eben, dass sie in die Breite wirken. Also man denke an den Erfolg von Minergie, dass wirklich dann auch Bauherren klimagerecht bauen, die vielleicht nicht so nahe an dem Thema dran sind. Für alle, die aber wirklich einen Leuchtturm, jetzt klimabewussten Leuchtturm bauen möchten, ist es besser, ohne Label zu bauen, weil man dann einfach freier ist. Kommen wir zum letzten Irrtum. Kompakt und dicht bauen ist immer klimagerecht. Es ist klar, der größte Hebel auf der Ebene des Gebäudes ist die Kompaktheit der Würfel, oder noch besser die Kugel. Man denke zurück an Richard Buckminster Fuller. Hat das beste Verhältnis zwischen Oberfläche und Volumen oder in der Architektur eben dann zwischen Fassade und Nutzfläche. Und das schenkt in der Klimabilanz gleich doppelt ein. Einmal bei der Betriebsenergie, weil wenn ich wenig Fassadenoberfläche habe, verliere ich wenig Wärme. Und ein zweites Mal auf der Erstellungsseite, weil die Fassade zu den CO2-intensivsten Bauteilen an einem Gebäude überhaupt gehört. Wenn ich also ein kompaktes Gebäude habe, erreiche ich ziemlich schnell bessere Klimazahlen und weniger Kilogramm CO2 pro Quadratmeter. Und wie gesagt, die Zahlen werden eben pro Quadratmeter gerechnet, um sie vergleichbar zu machen mit der Betriebsenergie. Aber Achtung, auch hier muss man aufpassen, entscheidend sind am Ende des Tages nicht die Quadratmeter, sondern die Personen. Wenn diese viele Fläche in meinem Gebäude also gar nicht genutzt oder nur sehr selten genutzt wird, dann ist unter dem Strich wenig gewonnen. Das heißt, es geht eben auch darum, weil nicht nur die Verdichtung in der baulichen Hinsicht, sondern eben auch um die soziale Verdichtung, dass diese Quadratmeter auch wirklich oft und von vielen Personen genutzt werden. Das 2000 Watt rechnet deshalb mit einem Klimabudget pro Person. Es ist im Namen drin eben 2000 Watt oder eben klarer auf das Klimaziel hin die eine Tonne CO2 pro Person. Ja, das waren die 11 Irrtümer, mit denen ich die 32 Klimatipps zusammengefasst habe. Das Thema ist komplex, aber die Klimatipps helfen, das wirklich auf den Boden zu bringen, so hoffe ich. Vielleicht ganz kurz möchte ich zum Schluss nur noch drei Beispiele erwähnen, die eben zeigen, wie dieses klimabewusste Planen dann in Architektur übergehen kann.
Das ist einerseits hier die Halle 118 von in situ in Winterthur, ein Pionierprojekt der Wiederverwendung. Also das Gebäude ist eine Aufstockung und rund 60% der Bauteile wurden wiederverwendet von bestehenden, von anderen Altbauten. Und das ist wirklich ein Extremprojekt, ein Pionierprojekt, das weiterum jetzt Beachtung gefunden hat. Und ich glaube, dass eben nicht nur für die Wiederverwendung steht, sondern eben auch für Neubauten aufzeigt. Auch wenn ich neu baue, ist es wichtig, dass ich daran denke, wie kann ich die Teile später wieder einmal auseinandernehmen. Das zweite Beispiel ist das Bausystem 2226 von Baumschlager Eberle. In der Schweiz in Emmenbrücke steht ein erstes Gebäude mit dieser Konstruktionsweise. Die setzt auf sehr dicke, glaube ich, bis zu 80 cm dicke Backsteinmauern, keine Dämmung sonst, kein Kellergeschoss und keine Heizung, sehr wenig Technik und erreicht so unter dem Strich sehr gute CO2-Werte und eine ganz eigene Architektur auch mit den dicken Wänden und den sehr hohen Räumen. Das letzte Beispiel ist die Wohnüberbauung Krokodil in Winterthur von Baumberger Stegmeier und Kilger Popp Architekten. Es ist wahrscheinlich einer der größten Holzgebäude überhaupt in der Schweiz. Das Holz ist allerdings nicht sichtbar, aber es ist ein Projekt, das zeigt, wie man verdichtet bauen kann mit einem nachwachsenden Material, wie man günstig auch bauen kann mit einem klimabewussten Material. Da bin ich am Ende angekommen. Ich möchte nur noch ganz kurz einen Hinweis machen. Wir beim Hochparterre behandeln das Thema klimagerechtes Bauen schon länger. Und wir sind aktuell an einem Buchprojekt dran. Das ist ein kleines Klimalexikon, das wir im November herausgeben werden. Das ist ein kleines grünes Buch, in dem wir rund 80 Klimatipps rund um klimagerechtes Planen und Bauen zusammenfassen. Und zwar geht es da nicht nur um die Architektur, sondern auch um die Raumplanung, also um den ganz großen Maßstab und um die Landschaftsarchitektur. Denn das Klimathema, das ist ein Querschnittsthema, das in alle Bereiche hineinspielt und man eigentlich gar nicht klar trennen kann, eben zwischen Gebäude, Mobilität, Raumplanung, Landschaftsarchitektur. Für das Buchprojekt läuft aktuell auf WeMakeIt noch eine Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie das Projekt also unterstützen möchten, sind wir sehr froh. Wir haben gerade gestern unser Finanzierungsziel erreicht. Damit wäre ich am Ende meiner Präsentation.